Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Hallo und herzlich willkommen zur alten Schule. So langsam heißt es Abschied nehmen, und zwar Abschied nehmen von einer ganz besonderen Serie, die Rainer Braun hier bei mir vorgeschlagen hat und die einen riesen Anklang bei euch findet. Und wir reden heute über die Rennsport- und Rundstreckenmeister der 90er Jahre. Und das sind so viele, dass wir das wahrscheinlich sogar teilen müssen. Aber das können wir jetzt gleich besprechen, denn am anderen Ende dieser tollen Zoom-Leitung sitzt er schon. Hier ist Rainer Braun. Hallo, moin Rainer. Ja, guten Morgen, lieber Carsten. Es ist ja wirklich schön, dass du in deiner Anmoderation was von Abschied sagst, aber das ist nicht von mir, Gott sei Dank. Na, um Gottes Willen, also da haben wir noch viel vor, du. Also das ist der von unserer Serie, der deutschen Meister der Vergangenheit bis ins Jahr 2000. Und wie du schon richtig sagst, es ist eine Menge Holz geworden zwischen 1990 bzw. 91 und 2000, sodass wir das, glaube ich, Ende 95 mal teilen. Und da den zweiten Teil etwas zeitversetzt. Genauso müssen wir es machen. Aber du, die Serie, da hast du ja wirklich ins Schwarze getroffen. Also man merkt, du weißt noch, was die Leute hören wollen. Und das ist so toll, dass du das alles erlebt hast und dass du die ganzen Leute kennst und dass du dein Wissen hier noch teilst. Und vor allem, was mich immer begeistert, dass du so viele Fotos zusammensuchst und das auch noch findest. Also ich meine, klar, ein Manuel Reuter würde ich vielleicht auch noch im Archiv haben, aber die meisten, die kenne ich da ja gar nicht. Naja, über all die Jahre, die ich den Rennsport begleitet habe, ist da schon einiges an Material angefallen. Da gab es auch liebe Kollegen, die mir was zur Verfügung gestellt haben. Jetzt zum Beispiel haben wir ja auch eine ganze Menge DTC und DTT mit, als sogenannte Untermeisterschaften, als Polsterung für die ganz große DTM und früher DRM. Und da bin ich zum Beispiel insbesondere dem Kollegen Burkhard Kasan sehr dankbar, der die DTT und die DTC damals begleitet hat, bei dem ich dann angerufen habe und gesagt, mein Freund, such mal bitte mal was raus. Und das war für ihn eine Heidenarbeit, der wusste gar nicht mehr, wovon ich rede. Ja. Und da sagt er, ja, da muss ich aber tief rein und gucken und so weiter. Aber ich habe ihm versprochen, er kriegt ein öffentliches Lob, was hiermit geschehen ist. Also dem schließe ich mich an, dem Dank und dem Lob. Also es sind wirklich tolle Fotos geworden und auch vielen Dank für die Mühe, die Sie sich gemacht haben. Er hat da sich wirklich große Mühe gegeben und auch Dank an alle anderen Kollegen, von denen ich hier Fotos habe und einstellen kann. Und die haben alle mitgeholfen, dass das ein Erfolg wird. Ja. Ich glaube, da haben sie alle ein gutes Werk getan. Das stimmt. Man ist alleine sowieso nicht handlungsfähig. Man braucht immer Freunde, Partner, die helfen. Das ist auch bei mir so und ist bei unserer Geschichte genauso. Okay. Rainer, dann können wir loslegen. Also, wir fangen an. Also, als erstes muss ich ja sagen, es gibt eine Riesendiskussion schon wieder mal über die Westerwälder Connection. Ja, da habe ich auch Mails bekommen. Jesus Maria, ich werde wahnsinnig. Mein Gott, haben wir keine anderen Probleme. Den kannst du es nicht rechnen. Jetzt haben wir sie alle noch nachgestückelt, den Wolfgang Kaufmann und die Alzens. Und jetzt geht es also noch um den Dirk Adorf. Ja? Ja. Also der Dirk Adorf, um das jetzt mal klarzustellen, hat seinen Betrieb, seine Autohandlung, seine Autovertretung und Werkstatt in Hennef an der Sieg. Und das ist der Rhein-Sieg-Kreis. Kennzeichen SU, wie Siegburg. Es kann sein, dass der im Westerwald wohnt, privat, in Altenkirchen. Das wurde mir zumindest so zugetragen. Ich kenne den Dirk ja ganz gut, aber mit seinen Wohnorten bin ich nicht so firm. Ich habe ihn immer unter Hennef geführt und unter dem Rhein-Sieg-Kreis. Also sollte er tatsächlich im Westerwald wohnen, rechnen wir ihn natürlich dem Westerwald zu. Und alle, die sich aufgeregt haben, mögen es wieder abregen. Wir haben ihn jetzt in den Westerwald versetzt, egal ob er, was weiß ich, wo wohnt. Er ist jetzt Westerwälder, jetzt ist Ruhe. Fertig, Ende. Gut, Punkt. Also jetzt haben wir mal Machtwort gesprochen. Ich möchte jetzt zu diesem Thema Westerwald nichts mehr hören. Ich werde ihn interviewen. Also mit Dirk Adorf rede ich natürlich auch irgendwann nochmal. Das haben wir schon mal ausgemacht. Und gut Ding will Weile haben. So ist das ja bei mir irgendwie. Ich kann ja nicht alle gleichzeitig interviewen. Das wäre natürlich einfach. Aber dann werde ich ihn mal genau dazu befragen, wo er sich denn selber zuordnet. Und dann haben wir es. Das ist die beste Lösung. Das machen wir. So machen wir es. So, gut. Jetzt starten wir durch. Und als erstes haben wir gleich mal eine Nachlieferung. Vielleicht erinnert ihr euch, dass wir geredet haben über den DTT-Meister von 1990, habe ich gesagt, ich habe nur ein Auto und keinen Kopf. Jetzt habe ich aber noch mal alles zusammen in Erinnerung und jetzt haben wir auch einen Kopf, nämlich das ist der Freund Frank Totz. Da haben wir ihn im Bild mit einem schicken gelben Hasseröder-Overall. Prost, kann ich nur sagen. Ja. Und hier ist nochmal sein Auto in Erinnerung, ganz groß mit dem Namen drauf. Und jetzt haben wir das auch noch nachgereicht und damit ist der Fall 1990 erledigt. Und jetzt kommen wir zur neuen Serie,
die da beginnt 1991. Da haben wir gleich ein ganz bekanntes Gesicht, nämlich Frank Bieler, der in seinem ersten Jahr als Audi-Werksfahrer die DTM gewonnen hat. Das war ein Riesenerfolg. Ja. Und ich erinnere mich noch sehr genau, wie das gelaufen ist. Das Finale war im Regen. Wir haben das damals fernsehtechnisch übertragen bei Dreisat. Und auch später der Sportreportage vom ZDF war Riesenfreude. Stuck ist auch Gegner gewesen, ist aber nur Vize oder gar Dritter geworden. Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls für den Frank Bieler war das ein Rieseneinstand. Hier haben wir das ganze Team des Jahres 91, Stuck, Haupt, Jelinski und der Frank Bieler. Und dazu das Wettbewerbsauto, nämlich das von Stuck mit der Nummer 1 als Titelverteidiger. So, das habe ich mal dazugestellt, weil das stammt aus Le Mans 2007. Da haben wir uns getroffen und da ist er schon seinem 5. Le Mans-Sieg entgegengefahren, meines Wissens. Und das ist eine so nette Erinnerung, weil diese ganze Geschichte mit Audi in der DTM hat im Tunnel von Hockenheim begonnen. Da war der Frank noch Mercedes-Pilot im Privatteam Mars Jones, im MS-Jet-Team. Okay. Nach dem Finale in Hockenheim bin ich durch das Tunnel und er kam mir entgegen und sagt, du, ich muss dich was fragen. Ich habe ein Audi-Angebot, was hältst du davon? Ich meine, Mercedes ist ja ein großer Name, aber ich bin halt in einem Privatteam. Ich weiß nie, ob ich da einen Werksvertrag kriege oder nicht, aber Audi bietet mir einen Werksvertrag an für die DTM neben Stuck und Co. Da habe ich gesagt, Frank, gibt nur eine Antwort. Mach es, wie der Kölner sagt. Werksteam ist Werksteam, ne? Mach es, es ist ja die Chance schlechthin. Du hast einen Werksvertrag, Audi ist eine gute Adresse, das sind treue Kunden, mit denen kannst du was anfangen und mit denen hast du auch eine Zukunft. Mach es. Siehst du, so. Hast du genau richtig gelegen. Dann ist Frank abgezogen, hat dort unterschrieben und das erste Jahr bei Audi hat ihm den Erfolg gebracht. Hat das, was ich sehr toll finde, nie vergessen. Er war ja auch einer meiner Ford-Junioren, das darf man nicht vergessen. Ja. Wir kannten uns ja aus 87 aus der Ford-Zeit mit Manuel Reuter, mit Bernd Schneider und mit ihm. Aus allen dreien ist ja mal richtig was geworden. Das will ich immer bei der Gelegenheit festhalten. Ich habe da zwar keinen Einfluss gehabt, aber ich habe das Glück gehabt, drei Burschen zu haben, ein Jahr lang zur Betreuung und zur Fertigstellung für das große Rennfahrerleben. Dass aus denen was geworden ist, ist purer Zufall. Da habe ich keinen Beitrag geleistet. Bestenfalls auf der Schiene, Presse und Außendarstellung und so weiter. Der Frank hat 5-mal Le Mans gewonnen. Der Manuel Reuter hat es 2-mal gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Einmal Porsche, einmal Mercedes. Ja. Der Bernd Schneider hat kein Le Mans gewonnen, dafür ist er Rekordmeister in der DTM mit 5 Titeln. Sagen. Und Manuel Reuter war ja bei mir schon zu hören. Bernd Schneider, den habe ich ganz, ganz lange aufgenommen. Der kommt im Juli, da wird er nämlich 60. Da kommen also ganz tolle Folgen mit ihm. Und super. Da drehen wir auch demnächst noch was mit ihm. Also das wird ein bunter Blumenstrauß. Und Frank Bieler, den müsste ich eigentlich auch nochmal interviewen, ne? Ja, also ein ganz lieber Kerl, der wird dir alles erzählen, was du wissen willst. Und ich muss immer noch im Nachhinein sagen, wenn ich zurückdenke, es war für mich ein Geschenk, dass ich die drei ein Jahr lang betreuen durfte. Und das kann ich mir vorstellen. Jetzt habe ich gerade eben den Text hier gelesen. Also vielen Dank für deinen Ratschlag. Was sind denn die 100 Euro da drauf? Ist das dein Anteil an seinem Werksvertrag? Wir haben 2007 gewettet, dass es der 5. Le Mans-Sieg wird um 100 Mark. Okay. Oder Euro, Entschuldigung. 100 Euro. Ich muss immer aufpassen, wo die Mark endet und wo der Euro anfängt. Ja. Also das waren 100 Euro. Das haben wir 2006 sogar gewettet. Oder 2007, ich weiß es nicht mehr. Es ging um den Le Mans-Sieg. Ich habe gesagt, du schaffst den 5. Er hat gesagt, nein. Und er hat 2008, dann, als wir uns wieder in Le Mans gesehen haben, das ausgezahlt. Na gut, aber er hätte es ja in der Hand gehabt, Mensch. Er hätte ja für die 100 Euro vom Gas gehen können. Dann hätte er von dir 100 Euro bekommen. Ich glaube, der hat mehr verdient als das, was er mir bezahlen musste mit dem 5. Kann sein. Jedenfalls war das eine nette Geschichte und er hat das nicht nur mir in die Hand gedrückt, die Kohle, sondern hat da was Nettes draufgeschrieben. Fand ich sehr nett. Ich habe das aufgehoben, es hat einen Ehrenplatz bei mir. Sehr gut. So, Okay. Nächster Fall. Da noch aus dem gleichen Jahr haben wir auch einen DTT-Meister gehabt, das ist jetzt also dieser Unterbau der DTM und das war Roland Senge mit einem Opel Kadett GSI. Der kommt sogar hier aus meiner Nähe, ich glaube, der kommt aus Nümbrecht, also der dürfte hier noch im Rheinisch-Bergischen Kreis irgendwo zu Hause gewesen sein oder noch zu Hause sein.
War ein flotter Mann und der hat das sehr gut gemacht, wie man hier sieht. Hinterrad oben, Vorderrad oben, da lässt es ordentlich krachen, der Freund. Ja, sieht gut aus, ja. ETT-Meister. So, den Kopf vom Roland Sänger habe ich übrigens leider nicht gefunden. Oder war da einer dabei? Nein, war nicht Nein, dabei. war nicht. Nein, Gut, aber dann ohne Kopf. wir erkennen ihn ja schemenhaft unterm Helm. So ist es, genau so. So, da haben wir natürlich jetzt den ersten DTM-Titel für Mercedes erreicht durch Klaus Ludwig 1992. Lange hat es gedauert, lange haben sie warten müssen, die Stuttgarter, bis es endlich geklappt hat. Und tja, nach einem BMW-Titel 89 und zwei Audi-Titeln 91 und 90, jetzt also 92, der erste für Mercedes. Das war wirklich ein Kraftakt bis dahin. Klaus Ludwig hat es gemacht. Das ist sein zweiter DTM-Titel nach 88 mit dem Ford Sierra. Und ja, große Freude natürlich. Weniger erfreut Keke Rosberg, der das auch gerne gewonnen hätte, war eine knappe Entscheidung. Und Kurt Thiem, der strahlt auch, der ist auch relativ zufrieden. Aber der größte Strahlemann, der steht da oben auf der höchsten Stufe, ist der Klaus Ludwig. Ich weiß noch, damals große, große Freude und Riesenjubel bei Mercedes und auch beim Klaus selbst, bei dem ist eine Riesenlast vom Herzen gefallen. Du musst dir vorstellen, du wirst von Ford weggeholt, 1988 Ende, für richtig viel Kohle, kriegst die Startnummer 1 im nächsten Jahr, weil du da der Titelverteidiger bist, alles hofft, dass das wieder klappt und es wird nichts. Es wird auch 90 nichts, es wird auch 91 nichts. Und endlich fällt dieser Riesenstein runter und du bist erleichtert bis zum Gehtnimmer, sowohl Pilot als auch Werk und Team. AMG Mercedes 190, also das war schon was. Gell? Aufnahmestand übrigens von Diepholz, das dürfte Diepholz gewesen sein. So, da haben wir das Auto, aber ich habe nichts gefunden mit dem Klaus, aber ich habe sein Auto gefunden. Und dreimal darfst du raten, wer da drin sitzt. Du, ich habe mir die Bilder ja vorher schon mal durchgeguckt und ich habe gedacht, na, also wenn das nicht ein alter Bekannter in diesem Talk ist, bist du das? Ja, das ist, ich hatte wirklich die Ehre und das Vergnügen, 1992 das Meisterauto von Klaus beim Akademischen zu fahren in Hockenheim. Wow, okay, das ist das Rennen, wo die Journalisten, Teamchefs und eben alle möglichen wichtigen Menschen aus dem Motorsport mal zusammenkommen und fahren ein eigenes privates Rennen oder Aufsicht, natürlich kein wildes, sondern ein geordnetes. Und ich durfte also das Auto von Klaus fahren. Und das war natürlich eine ganz tolle Geschichte. Mercedes hat 5 oder 6 Autos zur Verfügung gestellt. Andere Werke waren auch dabei. Also es gab schon was zu gucken und auch was zu fahren. Und wir haben alle unseren Spaß gehabt. Und ich war der Glückliche, der das Ding sogar am Ende mit dem Partner Günter Wiechmann, ehemals Chefredakteur der Autozeitung, gewonnen hat. Das wird ja immer geteilt, diese Fahrerei. Jeder darf 20 Minuten und am Ende zählt die schnellste Zeit, die jeder gefahren hat. Es wird addiert und das ist dann das Resultat. Und Gott sei Dank hatte ich einen schnellen Co. Also ihr seid nicht Blech an Blech auf Geschwindigkeit gefahren. Nein, es wurde so gemacht, dass jeder einfach fährt. Natürlich hat jeder jeden gejagt, aber ich habe geschaut, dass ich immer freie Runde habe. Ja. Schnell fahren konnte. Mir ging es nicht um Zweikämpfe, mir ging es um Rundenzeiten. Ja, weil ja. Ich wusste, es wird ja addiert. Ja. Und deswegen musste ich gucken, dass es vorwärts geht. Wie hast du den Wagen empfunden? So, geil. Ich sage einfach, es ist, Entschuldigung, für jemanden, der umzugehen weiß mit einem solchen Auto, ich hatte ja schon ein bisschen eine Vorgeschichte im Rennsport, auch als Fahrer, für den ist das einfach nur mega. Das glaube ich. Für jemanden, der sich das erste Mal reinsetzt, der erschrickt zu Tode. Mhm. Weil so viel Hebel und was der alles beachten muss und tun muss. Und damals gab es also noch richtig Schaltung, nichts sequenziell. Da ging es noch richtig mit, ja, klar. Mit dem Schalthebel, nichts am Lenkrad da hin und her. Also das hat schon riesen Spaß gemacht und Laune gemacht. Und ich habe mir meine Rundenzeit angeguckt. Das ist der kleine Kurs gewesen. Und damals wurde ja auch in der DTM auf dem kleinen Kurs gefahren. Die hätte fürs Mittelfeld gereicht in der DTM. In der wirklich? Okay. Also wir hatten ja damals um die 40 Autos, muss man dazu sagen. Ich wäre so um den 20. rum, wäre ich in der Startaufstellung gestanden. Ja, guck mal. Nein, das ist nicht besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht. Ich wollte gerade sagen, also das ist schon okay. Jetzt und, vielleicht doch und eine ich Karriere. Ich habe Klaus das Auto ganz gelassen.
Ja, das ist vielleicht das Wichtigste noch an der ganzen Sache, aber der hätte vielleicht doch eine Karriere als DTM-Fahrer nochmal anstreben sollen. Naja. Ja, das Schönste ist, im Jahr drauf, bin ich mit dem gleichen Auto, durfte ich nochmal mitmachen. Mit demselben Auto haben sie mir nochmal gegeben. Ja. Da hatte ich den Partner, den Klaus Mühlberger von Sportauto oder Automotoren Sport. Und der konnte es auch ganz gut und haben es wieder gewonnen. Wir haben es ja zweimal hintereinander mit dem Auto gewonnen. Jetzt habt ihr noch richtig Siege für Mercedes eingefahren? Da wird ja der Norbert Hauck. Beim zweiten Mal haben wir den Giorgio Francia geschlagen, den Giorgio Pianta geschlagen, den Alpha-Sportchef, der mit dem Larini Alpha angetreten ist. Der muss sich gefreut haben. Aber es ging nur um 3 Zehntel am Ende, mehr nicht. Das war wahrscheinlich für Norbert Hauck als Teamchef der schönste Sieg gewesen damals. Ja, er war hoch erfreut. Ja, kann ich mir vorstellen. Hat mich sehr gnädig begrüßt und betrachtet. Ja, ja. Das war ja nicht immer so. Nein, ich weiß. Gut, okay, nächster Fall. Hier sind wir nun bei 1992 angelangt und fangen mal an mit, wir sind ja noch bei 92. Ich habe ja 90, DTT. Angefangen und jetzt sind wir hier bei der DTT wieder angekommen. Das ist die deutsche Tourenwagen-Trophy. Mhm. Und der Meister ist der Rüdiger Schmidt aus Nürnberg, beziehungsweise aus Würzburg, glaube ich. Dessen Vater übrigens ist der erste Gewinner eines Formel-Ford-Rennens. Am 4. Juli 1965, Nürburgring, okay. Hat sein Vater das Formel-V-Rennen gewonnen, bei dem ich auch mitgefahren bin, aber leider nicht gewonnen habe. Nur Mittelfeld. Okay. Leider kein Kopf vom Rüdiger Schmidt. Doch, ich habe einen Kopf. Ja, wer sagt's denn? Da ist er doch. Na hier, ich habe ihn doch noch gefunden. Du kennst deine eigenen Bilder nicht. Ja, ich habe so viele Bilder da. In dieser Folge, was ich da an Bildern rausgesucht habe, manchmal hat sich bei mir im Kopf alles gedreht vor lauter Bildern. Ich muss das ja erstmal in Reihe bringen. Ja, also, das ist Rüdiger Schmidt, steht sogar am Helm. Damit sind wir klar, der Meister des Jahres und wie gesagt, Vater erster Formel-V-Sieger ist ja auch was für die Historie. Ne? Ja. Ich glaube, die haben einen Abschleppdienst oder sowas ähnliches. Also was Großes, nicht irgendwas Popeliges, Kleines, sondern mit Bergung von LKW in allem drum und dran, was du willst, mit Kran und ach, was weiß ich. So, auf geht's. Nächster Fall. 1993, ein wildes Jahr, aber auch ein Schlüsseljahr für die DTM, die fast beim Teufel gewesen wäre, wenn sie der Norbert Hauck nicht mit Alpha zusammen und mit Mercedes gerettet hätte, muss man dazu sagen, sonst wäre 93 schon der Ofen aus gewesen. Und B, weil es auch eine neue Einstufung der Autos gab, die dann Class One hießen. Das war die Ära der Class One Autos. Das waren Hightech-Autos, die schon mit Formel-1-Technik verbaut waren. Und da begann das Unheil eigentlich, das nächste Unheil der DTM, nämlich wurde immer teurer und immer unbezahlbarer. Und dann hat es 1996 über Feier. Ja. Also, Nicola Larini, der erste Meister der Class One, auch DTM-Champion natürlich des Jahres 93, im ersten Anlauf gewonnen. Hier haben wir sein Auto, Nürburgring. Das ist ein Bild, da muss man noch was dazu sagen. Das ist ja nun jenes denkwürdige Nürburgring-Rennen gewesen, wo schon auf der Pressekonferenz die Journalisten alle den Klaus Ludwig nun zum Favoriten erhoben haben und der Klaus das auch gern angenommen hat, diese Rolle als König des Nürburgrings. Und man hat gesagt, also der Larini, der kann ja nun trainieren, solange er will, mit dem Privatauto, das wird auf Anhieb nichts. Was ist passiert? Auf Anhieb ist er allen davongefahren. Aber richtig. Kannst mal sehen. Ne? Da haben sie alle mal dumm geguckt und da war die Messe gelesen und der Larini war Nürburgringsieger. So schnell geht das. Ne? Der konnte ja auch was in dem Auto. Das Auto war gut, der Mann war gut und den Nürburgring, den musst du heute nicht mehr groß trainieren, das war einmal. Der Nürburgring, den kannst du heute, wenn du einigermaßen gut beieinander bist, fährst du den 2-3 Mal mit dem Privatauto ab, dann hast du das drin, dann weißt du, wie es geht. Ja, früher musstest du wirklich trainieren, weil das war früher alles viel gefährlicher und viele Belagwechsel und was weiß ich, heute ist das ja alles wunderbar asphaltiert und fast alles glatt und jetzt Kurven wirst du ja noch merken können und oh mein Gott, das ist ja cool. Ich meine, die Kurvenfolge ist ja trotzdem eine lange Strecke, aber jetzt habe ich gesehen, jetzt haben sie die Fuchsröhre neu gemacht. Hast du das gesehen? Ja, ja. Bis jetzt ist man immer über die Curbs gefahren, das geht jetzt nicht mehr, jetzt fliegt man dann. Also da, wenn du da aus der Fuchsröhre hochkommst, nach rechts, da, also wieder hochfährst und dann links und dann rechts, also diese links, das ist eine haarige Nummer jetzt mit der
mit den Curbs. Wir sind da alle drüber gefahren immer. Ja, das geht nicht mehr, ne? Abgehoben im Vorderrad, der Spaß ist jetzt vorbei, da fliegt er die Vorderachse gleich. Jetzt wäre das ein Fall für Harald Groß, wird jetzt da die Fotografen postieren, damit er da abhebt, wahrscheinlich. Das wäre eine denkbare Lösung, ja. Also wie gesagt, das ist der Meisterschafts-Alpha, ja. Dieser Alpha 155 V6, der hat die DTM 93 geprägt. Ja. Wie zuvor Mercedes schon und wie zuvor Audi schon, das war einfach das Jahr des Alphas. Ja. Oder das Jahr der Alpha-Schlange, besser gesagt. Da gab es ja auch diesen Spaß, den sich die Alpha-Leute gemacht haben. Die haben die Schlange genommen und haben oben den Mercedes-Stern da eingebaut. Die Schlange frisst also Mercedes so ungefähr. Ja, ist ja was dran, ne? Ja. Ja, haben wir eigentlich ein Bild vom Larini haben wir schon gehabt. Dann hatten wir 93 natürlich wieder unsere Untermeisterschaft, die DTT, die zweite Liga, das wird die zweite Bundesliga etwa. Und da sehen wir den Gewinner Wolfgang Remel aus Österreich, der mit einem Ford Escort Cosworth ist. Escort Cosworth ist das. 4x4 Allradantrieb. Ja. Mit diesem Auto hat er das Ding gewonnen und zwar sehr souverän. Mit diesem dezenten Heckspoiler, mit dem doppelten, den es auch in der Straßenversion so gab. Aber auch wieder so ein cooles Auto. Ford hat geile Autos gebaut, wie alle Hersteller um diese Zeit. Das ist ja alles vorbei. Ja. Ja. Und hier haben wir nun den dritten DTM-Titel von dem Kollegen Klaus Ludwig und der zweite von ihm für Mercedes. Der dritte insgesamt, wie gesagt, große Freude nochmal, Fahne hoch, der Stern lebt und das war dann 1994. Das ist ein Bild aus Hockenheim, das ist die Siegerehrung und hier haben wir diesmal auch sein Auto richtig. Ja. Der war dann schon schön silbergrau mit Mannesmann D2 Sponsorship. War ein tolles Jahr, 94, und da hast du dann schon gemerkt, die Autos sind verdammt gut, verdammt anfällig auch. Mhm. Ich denke da vor allem an den Opel Calibra, der da wieder seine ersten Gehversuche unternommen hat, und das war alles nicht so einfach. Diese Class One Autos, das war schon alles sehr filigran, und es war so viel Formel-1-Technik verbaut, auch zum Beispiel Getriebe, es waren Formel-1-Getriebe von Williams, ja. Und lauter so Sachen, also sich da überhaupt auszukennen mit der Technik, das war schon eine Wissenschaft für sich. Ja, ist auch heute, es ist ja Wahnsinn, dass die Autos heute noch gefahren werden in diesen historischen Serien. Ja. Also was das kostet, Motoren, Getriebe, alles, das ist unglaublich. Ja. Aber auch interessant die Sitzposition, ne? Wo man da eigentlich an der B-Säule, hinter der B-Säule versteckt ist. Ja, ich habe immer gesagt, die sitzen fast auf dem Rücksitz. Gell? Die sitzen fast auf dem Rücksitz, da musst du ja gut abschätzen können, wo der Wagen zu Ende ist. Ich meine, Mercedes hat es noch einfach mit dem Stern, wenn man den überhaupt sehen kann. Aber wobei, also so lange Arme hast du ja eigentlich gar nicht vom Rücksitz bis zum Lenkrad, wobei das Lenkrad auch weit in den Innenraum reingeragt hat und ganze Sachen rechts angeordnet waren, wo du also gemütlich darum machen konnte. Es war ja alles, das war ja, da musst du studiert haben, um das alles zu bedienen, richtig. Also ich hätte das nicht machen wollen. Da war das 92er Auto dagegen ja noch geradezu denkbar einfach zu bedienen. Das war seriennah, ne? Viel seriennah. Ich hätte den 94er nie fahren wollen. Also ich glaube, das hätte ich nicht auf die Reihe gebracht. Also ordentlich. Wahrscheinlich war da schon nochmal. Hätte ich den. Aber richtig im Renntempo, ich weiß nicht, ob das gegangen ist. Ja, glaube ich auch. Die Wagen sind schwer zu fahren, das kann ich mir vorstellen. Waren schon Helden, die das hingebracht haben. Ja. Keine Frage. Das stimmt. Jetzt sind wir immer noch bei 94 und hatten auch eine neue Meisterschaft, die sich etabliert hat. Es war eigentlich so jetzt der richtige Unterbau schon für die DTM, als ob die Verantwortlichen, die das organisiert haben, der ADAC, als ob die eine Ahnung gehabt hätten, dass es sein könnte, dass man diese Meisterschaft dann noch braucht, um als Ersatz für die DTM. Und das war die STW. Das war das erste STW-Jahr 1994. Und BMW hat sich da sehr stark engagiert, zusammen mit Audi. Und der Junichi Koto ist der erste Meister gewesen in dieser STW-Serie mit einem BMW 318 IS. Da haben wir sein Auto. Das war alles, die Anfänge waren natürlich nicht ganz einfach, die Felder waren noch dünn, aber das wuchs dann. Und am Ende waren alle froh, dass es die STW-Meisterschaft gab, als die DTM nämlich eingegangen ist. Sonst hätte man nämlich gar nichts mehr gemacht. Richtig. Wäre ganz schlecht gewesen. Ja. So, das ist also das Meisterauto. Und damit kommen wir nochmal zu einem Meister des Jahres 94, nämlich der DTT-Champion. Das ist Michael Neumeister.
der einen BMW gefahren hat. Da haben wir ihn im Bild, ein M3, Meister der DTT 1994. Du siehst schon, das ist alles sehr umfangreich plötzlich, denn wir hatten dann DTM, wir hatten STW, wir hatten DTT, Ja. und das reicht ja dann auch schon mal, ne? Das waren Zeiten, oder? Da ging noch richtig was ab. Jo, jetzt 95, Recordman, ja, Bernd Schneider. Ja. Ja, da gibt es ja natürlich nicht viel dazu zu sagen und umgekehrt auch ganz viel, wie du willst. Aber ich glaube, viele, die das hier sehen, wissen sowieso, was der Bernd Schneider geleistet hat. Sie wissen, dass er nicht nur DTM-Champion ist, sondern dass er fünffacher Champion ist. Ja. Und sie wissen auch, dass er die Rekordliste zusammen mit dem Klaus Ludwig anführt in Sachen Siege, Punkte, schnellste Runden und. Zu diesem großen Club gehören auch noch der Roland Asch, der Kurt Thiem und der Jörg van Ommen. Ich glaube, das sind die besten fünf. Alles. So. Schon beeindruckend, was der erreicht hat. Immer noch im Dienste von AMG unterwegs übrigens. Ja, ich weiß, als Markenbotschafter. Genau, ja, testet ganz viele Autos, macht diese, der zum Beispiel der AMG One, der da jetzt rausgekommen ist, dieser Formel-1-Wagen für die Straße, da hat er ganz viel Abstimmungsarbeit geleistet. Auch der Frank Bieler ist noch Audi-Markenbotschafter, wenn mich nicht alles täuscht. Und wenn Audi nicht auch das abgeschafft hat, nachdem sie schon den Kundensport gestrichen haben, sehr zur Freude aller Fans, in Anführungszeichen, Ja. vielleicht haben sie auch die Markenbotschafter schon alle entlassen, wer Ja, wer weiß weiß, das aber schon. jetzt gehen Sie doch in die Formel 1. Jetzt kommt, jetzt Ja, fangen Sie doch das ist wieder ja ganz von ganz vorne wichtig, gell? Das an. ist ganz wichtig. Bitte erspare mir dazu, irgendwas zu sagen, gell? Sonst platzt mir gerade der Kragen. Gell? Weiter. Da haben wir das Auto von Bernd Schneider. Das ist der 95er C-Klasse Mercedes, mit dem er Meister geworden ist, wieder mal. Dann haben wir, das heißt wieder mal, das war übrigens, das war sein erster DTM-Titel 95. Denn 94 war, wer war, 94 Klaus war Ludwig. Ludwig, natürlich. Also, das ist Bernds erster DTM-Titel, da war vorher schon ein ITC-Titel. Und die Hauptzahl der insgesamt fünf Titel, die stammt alle im Jahr 2000 und jenseits. Wo man schon gar nicht mehr damit 2000, gerechnet hätte, ne? 2001, bitte? Wo man schon gar nicht mehr damit gerechnet hatte, dass er das nochmal hinbekommt bei Mercedes. Das Thema, da kommen wir dann im zweiten Teil dazu. Genau, Das ja. machen wir heute nicht. Ja. Dann hatten wir aber schon das zweite Jahr der STW. Und das ist unser Freund Jockel Winkelhock. Großer Kampf gegen Johnny Cecotto und gegen viele, viele andere, die dann auch sich da versammelt haben. Das war dann schon eine sehr propere Meisterschaft. Und die wuchs und wuchs und war Gott sei Dank so stark, als dann die DTM einging, 96, dass sie da wirklich nahtlos reinjumpen konnte. Und 97 war das der Hit schlechthin. Das war das Beste, was du in Deutschland im Tourenwagensport dann sehen konntest, 97 Ja. und 98 und 99. Das waren ja dann die Jahre ohne DTM in Deutschland. Da haben Ja, die Leute genau, erstmal gemerkt, was fehlt. ja. Deswegen ist sie 2000 ja auch wiedergekommen. So, also unser Freund Jockel Winkelhock, der hat das Ding gemacht in einem tollen Finale, hat alle seine Markenkollegen und auch die anderen der Fremdmarken niedergemacht und hat das Ding nach Hause gefahren, nachdem er vorher schon mal, glaube ich, in England zusammen mit dem Steve Soper die Serie dort gefahren ist. Die STW-Serie war ja dann in vielen Ländern präsent. Das war ja fast eine europäische Meisterschaft. Da gab es auch dann ja Europapokalrennen und Weltfinale und was weiß ich alles. So, hier haben wir das Auto vom Jockel. Das ist der zweite Titel für BMW in Folge. Und hier wildes Gerangel um die Ecke rum. Vorne Winkelhock, hinten der Rest. Da Ja. sehe ich noch ein Peugeot. Und ich sehe, Ein nee, das Honda, ist ein oder? Ist das ein Honda. Honda? Das ist ein Ein Honda. Honda. Ja. Ja, ich sag dir nur mit meinen Augen, es ist eine Katastrophe. So, hier haben wir jetzt 1995 noch einen Fall abzuarbeiten. Das ist der DTC-Sieger. Und zwar der Mario Hebler aus Berlin. Endlich habe ich mal von einem Berliner Meister auch ein Bild. Gell? Von dem Köpke haben wir nichts gefunden und von ein paar anderen auch nicht. Und jetzt aber, Gott sei Jetzt Dank, aber. Mario Hebler, mit Ja. dem Mann, der die DTC und die DTT betreut hat, ist nämlich Hans Niemann aus Solingen oder Wuppertal oder irgendwo aus der Ecke, der gemeinsam mit seiner Frau und eben dem Fotografen Burkhard Kasan diese Serie wirklich wunderbar abgedeckt hat. Tolles Management, tolle Organisation, auch für die Top Ten damals mit zuständig. Und das war eine tolle Geschichte mit
dieser Agentur, Hans Niemann hat eine Agentur, die hat er zusammen mit seiner Frau geführt. Die haben ganz tolle Rennserien organisiert, DTC, DTT, Top 10. Also alle Achtung kann ich nur sagen. Und danke für all die Hilfe, die er mir hat angedeihen lassen, nicht nur in der Zeit, in der diese Rennen stattgefunden haben, sondern auch jetzt bei der Suche nach den Meistern, denn ohne ihn hätte ich die gar nicht mehr alle gefunden. Ja, okay. Das ist ja nicht so einfach. Ja. Glaubt mir, das war eine Heidenarbeit, das alles zusammenzufinden. Und der Hans hat mir sehr geholfen, der hat mir nämlich alle seine DTT und DTC-Sieger geschickt. Das war für ihn ein großer Lebensabschnitt. Das ist wirklich ein Stück Motorsportgeschichte, was ihm zuzuschreiben ist. Vielleicht hätten wir ohne diese Agentur und ohne dieses Engagement von Niemann das alles nie so gehabt. So, jetzt hat er seine späte Genugtuung noch von mir bekommen. Mehr kann ich nicht tun, Hans, für dich. Ende. So, das ist das Auto des Herrn Hebler. Ein Renault Clio Williams. Da gab es mal eine Sonderserie, die bei Williams gebaut worden ist und die ist dann auch in einigen Meisterschaften gefahren, war ein properes Auto. Und da haben wir das Auto von Mario Hebler, der mit diesem Clio Williams den Titel gewonnen hat. Ich glaube, es ist der letzte DTC-Titel, den es gab. Oder eine gesuchte Straßenversion auch, das Auto. Nee, der DTT-Titel ist vorbei, den gibt es nicht mehr. Jetzt haben wir nur noch DTC. DTC, so, ja. Ja, die kommt noch, die geht noch weiter dann. Du, da gab es dann so viel, wir mussten irgendwo auch aufhören, weil sonst hätte ich immer weitermachen müssen. Da gab es dann noch das und dann noch jenes und irgendwann ist, es geht einfach dann. Irgendwann ist gut, genau, ja. So. Jetzt, mein Lieber, sind wir am Ende des ersten Teils angelangt. Jawohl, 95. Weißt du, was da auch passiert ist? Da habe ich Abitur gemacht. Da ging es bei mir los. Wann? 95? 95 habe ich Abi gemacht, ja. Ja, also du siehst, es war jetzt schon mal ein Haufen Zeug, was wir hier abgearbeitet haben. Ein gutes Stück Arbeit, was wir jetzt erledigt haben. Zweiter Teil beginnt dann. Ich würde sagen, wir nehmen einfach gleich in einem Rutsch auf. Da brauchen wir dich ja nicht umziehen, ne? Du brauchst dich nicht umziehen. Das sagen wir jetzt einfach. Also wir teilen das auf. Und gut. In zwei Wochen vielleicht kommt der zweite Teil. Und Rainer, jetzt bedanke ich mich erstmal für den ersten Teil bei dir. Und dann hören wir uns gleich wieder. Und wir hören uns alle vielleicht in zwei Wochen wieder mit dem zweiten Teil ab 95. Du meldest dich in 5 Minuten zurück. In der Zwischenzeit muss ich erstmal gucken, dass ich einen Schluck Getränk einnehme, dass ich mich räusper, damit die Stimme wieder klar und frei wird. Und einmal kurz durchschütteln und dann sitze ich wieder hier. Okay, Rainer, alles klar. Das warte ich ab. Und wir hören uns in ein paar Wochen wieder. Danke erstmal. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.